Nächste Wort. Ich habe heute jeden bis zum Ende klatschen lassen, auch den Kollegen Hahn. Okay, Dankeschön. Und der Herr Kollege Boddenberg hat für die Fraktion der CDU das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, schön, dass Sie noch ein bisschen Zeit haben und vielleicht auch dem letzten Redner noch ein wenig zuhören, wenngleich mir sehr bewusst ist, dass nach dieser sehr ausführlichen Debatte das schwerfallen wird. Ich werde versuchen, möglichst wenig zu wiederholen von dem, was Sie hier heute schon gehört haben. Und das ist angesichts meiner Vorredner Volker Bouffier und Matthias Wagner als erstem Redner für die Regierungskoalition nicht so ganz einfach. Aber ich will schon sagen, Kollege Rudolph ist gerade nicht da, dass das Wort historisch mal losgelöst von der üblichen Interpretation dieses Wortes heute durchaus seine Berechtigung schon alleine deswegen hat, weil es der zunächst letzte Haushalt in dieser Legislaturperiode ist, einer Regierungskoalition, die es so noch nicht gegeben hat. Und da ich diese Zwischenrufe fast unterstelle und auf Knopfdruck auch generieren kann, Herr Kollege, will ich Ihnen nur sagen, Sie sind noch nicht ganz so lange dabei. Diese Zwischenrufe kommen jetzt, ich glaube, bei uns seit 18 Jahren regelmäßig wieder. Und Sie haben sich selten als gute Prognose herausgestellt. Aber ich will nicht arrogant sein. Ja, Sie haben ja recht. Wir werden im nächsten Jahr darum streiten, ob denn diese Regierungskoalition bzw. die dahinterstehenden Parteien weiterhin eine Mehrheit in diesem Land haben sollen. Und deswegen ist der heutige Tag sicherlich geeignet, auch darüber zu reden, was denn zur Entscheidung ansteht. Und Herr Kollege Rock, Sie haben eine Reihe von Punkten angesprochen, bei denen ich nicht so ganz folgen konnte. Es war in Teilen so ein tiefen psychologisches Kolloquium oder soziologisches Kolloquium. Aber Sie haben an zwei, drei Stellen durchaus Punkte angesprochen, Herr Kollege Hahn. Herr Kollege Rock, Sie haben an zwei, drei Stellen durchaus Punkte angesprochen, wo ich Ihnen dankbar bin dafür, dass Sie konkret geworden sind. Viel mehr waren es nicht, aber an zwei, drei Stellen sind Sie konkret geworden. Ich mache das einmal fest an dem Beispiel der Kindergartengebühren bzw. der Erziehung in sehr frühem Kindesalter. Dort haben Sie im Ergebnis, das zeigen Sie auch mit Ihren Haushaltsanträgen, eine andere Schwerpunktsetzung als wir. Ich sage nicht eine völlig andere, aber eine andere Schwerpunktsetzung. Das kann man sicherlich sagen. Indem Sie sagen, wir würden, wenn wir regieren würden, mehr in Qualität, also beispielsweise in Personal investieren, während Sie uns vorwerfen, dass wir mit der Gebührenfreiheit eher eine sozialpolitische Leistung vollbringen. Das haben Sie ungefähr so formuliert. Ich nehme das doch als Vorwurf an und sage, ich finde, wir haben in dieser Regierungskoalition einen richtigen und vernünftigen Mittelweg gefunden, in dem wir nämlich beidem gerecht werden. Einerseits sagen wir, wollen, dass Eltern, und das wissen alle, die Eltern sind und hier im Raum sind, wir reden über Eltern, die heute auch finanziell sehr gefordert sind, schon vom ersten Tag der Geburt des Kindes an sehr gefordert sind, um immerhin einen Betrag von 5.000 €. Und ich sage immer dazu, das ist vom Netto. Dazu muss man 8.000, 9.000 € erst einmal verdienen, um diesen Betrag an anderer Stelle zu erwirtschaften, um 5.000 € entlasten. Und Sie werden es nicht glauben, Herr Kollege Rock, darüber werden wir im nächsten Jahr ziemlich intensiv und heftig mit den Eltern in diesem Lande reden. Und wir werden gleichzeitig, und das werden wir ja morgen bei der Einzelplandebatte dann hören, auch darüber reden, wo wir Qualität verbessern. Das ist die Einzelplanlesung morgens zu dem Kollegen Stefan Grüttner. Und ich bin sehr sicher, dass Sie aufmerksam zuhören werden und vieles von dem, was Sie auch wollen, durchaus dort wiederfinden, wenngleich sich die Beträge möglicherweise ein bisschen unterscheiden. Ein Teil Ihrer Rede, den ich sehr kritisch bewerte, und das sage ich ausgerechnet und sehr bewusst in Richtung eines Liberalen, ist der, als Sie über die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in Hessen gesprochen haben. Und ich glaube, eine Aufzählung von 14, 15 Unternehmen hatten, wo Sie sagen, schaut euch einmal an, dort sind Arbeitsplätze abgebaut worden. Ich nehme einmal die Beispiele Mundi Pharma und Siemens, von denen Sie sagen, diese Veränderungsprozesse haben ausschließlich mit der Landesregierung zu tun. Wenn das so ist, dann würde ich umgekehrt im Umkehrschluss, Herr Kollege Hahn, aber auch für diese Landesregierung reklamieren,
dass 100.000 neue zusätzliche Vollzeitarbeitsplätze dann auch mit dem Wirken der Landesregierung zu tun haben. Da wäre das nicht zu 100% unserer Leistung, sondern sicherlich den sinnvollen und klugen Rahmenbedingungen durchaus zuweisen, aber eben nicht alleine für uns reklamieren, glaube ich, ist der Ansatz, den Sie gewählt haben, grottenfalsch. Denn Sie sind ein liberaler Politiker. Die FDP reklamiert für sich die Lehre der Marktwirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft. Und nun wirklich ein Grundprinzip der Marktwirtschaft ist es, dass sich Dinge verändern und das Unternehmen beispielsweise Geschäftsschelter schließen, um neue zu eröffnen, also zukunftsgewandt sich ausrichten. Und es gibt mittelständische Unternehmen oder mittelständische Unternehmen unter dem Dach internationaler Holdings, da nehme ich mal Mundipharma als Beispiel, weil Sie es genannt haben, wo es Veränderungen gibt, die irgendjemand auf dem Chefsessel in New York bei irgendeinem der großen Investmentfonds entscheidet, wo man lange darüber streiten kann, ist das in Ordnung, ist das sozialpolitisch verantwortlich. Darüber streiten wir auch. Und übrigens, gerade an dieser Baustelle war ich nicht nur persönlich, sondern auch der Wirtschaftsminister und der Ministerpräsident an verschiedenen Stellen involviert. Und wir haben sicherlich dazu beigetragen, jüngste Nachricht aus diesem Unternehmen, dass Verlagerungen jedenfalls nicht in dem Umfang stattfinden werden und Verlagerungen, wenn sie stattfinden werden, in Richtung Frankfurt-Rhein-Main stattfinden. Das ist aber eine Unternehmensentscheidung. Ich wundere mich so ein bisschen, dass Sie als Liberaler sagen, dass man das als Unternehmen alles nicht darf und Sie das festmachen als ein Versäumnis der Landesregierung. Ja, dieses Land ist in einem guten Zustand, und darauf ruhen wir uns nicht aus. Im Gegenteil, das spornt uns noch mehr an, diese Politik im Wesen dieser Politik, und Sie haben den Koalitionsvertrag ja zitiert und bemüht, fortzusetzen. Und ich bin guter Dinge, dass wir das auch werden tun können. Ich habe die Arbeitsplatzsituation erwähnt, die erfreulich ist wie nie zuvor, sage aber immer wieder gleich dazu, ja, es gibt durchaus auch Menschen, die am Erwerbsprozess nicht teilhaben und um die wir uns weiter kümmern müssen. Das gilt übrigens für Hessen wie für den Bund. Und solange es noch 1,5 oder 2 Millionen Arbeitslose im Land gibt, sage ich, das sind 1,5 oder 2 Millionen zu viel, wenngleich wir wissen, dass manches in dieser Statistik einfach der Statistik geschuldet ist, aber viele in diesem Land auch nicht in der Lage sind, nach heutigem Stand einem Erwerbsprozess, jedenfalls einem vollen Arbeitsplatz, nachzugehen. Trotzdem, und das ist Aufgabe der Sozialpolitik, und deswegen haben wir den Sozialetat enorm erhöht, weil wir sehen, dass wir uns gerade auch um diese Menschen noch mehr kümmern müssen, gehört das zu einer ausgewogenen, ausgeglichenen Politik. Heißt aber nicht, dass wir in den Bemühungen um Neuansiedlungen nachlassen werden. Und Sie haben die Start-ups angesprochen, Herr Kollege Rock. Ja, wir haben Start-up in allen Bereichen. Ich weiß nicht, wo Sie diese Zahlen her haben. Die müssen Sie mir einmal geben. Also erst einmal, ohne ins Detail gehen zu wollen. Aber wenn Sie bei Berlin, haben Sie, glaube ich, gesagt, 2 Milliarden Invest in Start-ups festmachen in einem Jahr und in Hessen 47 Millionen, würde ich die Statistik gerne einmal sehen. Wenn das staatliche Mittel sind, kann es sein, dass die Berliner Senatsverwaltung so viel Geld aus dem Länderfinanzausgleich, glaube ich aber wiederum auch nicht. Also die Summen scheinen mir sehr schräg zu sein. Wenn Sie jetzt sagen, dass in Hessen Start-up in einem Jahr 47 Millionen Invest hatte, müssen wir einmal über die Frage reden, was ist für Sie eigentlich ein Start-up-Unternehmen? Also für mich ist das nicht nur Hightech und Digital Industry, sondern für mich ist das auch Handwerk um die Ecke. Und wenn wir das mal vielleicht in Ruhe erörtern könnten, wäre ich dankbar, wenn wir uns da mal austauschen könnten. Ich kann mir sicher nicht vorstellen, dass das eine solche Schieflage hat, wie Sie sie hier beschrieben haben. Und nur mal ein Beispiel herauszunehmen. Stichwort Fintech, eine tolle Entwicklung. Und da kann man sagen, die Berliner haben die Nase vorn, das stimmt. Das hat aber etwas zu tun mit dem Charme dieser Stadt, die mal einen regierenden Bürgermeister hatte, der die Überschrift gewählt hat, arm, aber sexy. Das haben mittlerweile international viele Menschen als auch im wahrsten Sinne des Wortes für sie attraktiv empfunden und gehen dahin, weil die Stadt einfach prosperiert und spannend ist. Alfred Biolek hat mir einmal gesagt, Berlin sei das New York der 80er. Das ist vielleicht gar nicht so ganz falsch. Und ich sage auch hier einmal ganz deutlich, wir sind zwar keine Altruisten, aber trotzdem darf man sagen, ich freue mich für eine positive Entwicklung endlich in der Stadt Berlin, wenngleich es eine Senatsregierung gibt, die alles daran setzt, dass die Stadt nicht weiter prosperiert. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben dort eine Start-up-Szene. Wir haben dort eine Start-up-Szene, beispielsweise im Bereich der Finanzdienstleistungswirtschaft, die sehr spannend ist. Wir haben diese Szene mittlerweile aber in Frankfurt am Main. Und ich bin vor 2 oder 3 Wochen im Fintech-Zentrum in Frankfurt im Castor-Pollux-Gebäude gewesen.
freue mich sehr darüber, dass nach zwei Etagen jetzt die dritte Etage schon ausgebucht ist und wir eigentlich räumlich schon aus allen Nähten platzen. Ich glaube, mittlerweile 70 oder 80 Unternehmen in einer spannenden, gerade für uns sehr spannenden Industrie, nämlich der Finanzdienstleistungsindustrie. Und was mich am meisten freut, ist, dass die sogenannten etablierten großen Banken und Geldhäuser sagen, das ist nicht nur keine Konkurrenz, sondern ganz im Gegenteil. Wir profitieren von deren Kreativität. Und insofern erhoffe ich mir und erhoffen wir uns dort eine tolle Symbiose junger Start-up-Unternehmen mit einer durchaus teilweise jahrhundertealten Branche, nämlich der Finanzdienstleistungsindustrie. Das funktioniert toll. Und erfreulich ist für mich die Tatsache, dass die, die dort Verantwortung tragen, sagen, wenn es ernst wird, das heißt, Start-up-Unternehmen auch in Berlin ein tolles Produkt kreiert haben und dann in eine Wachstumsphase kommen und Geld brauchen in dieser Wachstumsphase, das ist übrigens ein Problem oder ein Thema, über das wir durchaus noch reden können, aber auch dort tut sich in Hessen eine ganze Menge. Dann kommen die ersten Unternehmen und sagen, dann gehe ich doch lieber dahin, wo die Musik spielt. Und dann kommen die und klopfen auch und gerade an Frankfurter Tür. Und das ist eine schöne Entwicklung, wenn in Berlin die Leute zunächst einmal ihr Kreativpotenzial möglicherweise nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern auch im privaten Umfeld vollends ausleben. Aber wenn sie dann mit ihrer Idee reifen und vielleicht auch als Unternehmer reifen, nach Frankfurt, nach Hessen kommen, dann finde ich das eine, wie gesagt, erfreuliche Entwicklung, und die sollten wir nicht beklagen. Und insofern sind Ihre Zahlen natürlich völliger Nonsens, weil das, was hier abgeht, ist gerade wirklich im wahrsten Sinne des Wortes hochspannend. Wird dieses Land, die gesamte Region und damit immer das ganze Land voranbringen, und darüber freue ich mich. Ja, und ich will, dann habe ich aber mich, glaube ich, genug mit der FDP beschäftigt. Aber ja, ich habe ja gesagt, ich will nichts wiederholen, und Sie bieten natürlich auch Anlass, dass man sich mit Ihnen beschäftigt. Dann will ich mich schon noch mit einer Frage beschäftigen oder einem Punkt zuwenden, lieber Herr Kollege Hahn, bei dem ich einfach einmal sagen muss, Nachhaltigkeit sollte tatsächlich auch beinhalten eine Politik, die über längere Zeiträume verlässlich ist. Und ich komme noch einmal zur Energiepolitik. Übrigens eine Branche oder ein Teil unserer Wirtschaft, der auch zur Zukunftsbranche gehört oder eine der Zukunftsbranchen ist. Wir haben nun Gott sei Dank in Hessen eine Reihe guter Beispiele dafür, wie viele Unternehmen und wie viele Arbeitsplätze im Sektor regenerative Energien entstanden sind, bei allen Auf und Abs, aufgrund der großen Volatilität der Umsätze, aufgrund der Volatilität der Politik im Bereich der Energiewende. Aber immerhin eine Branche, bei der wir sagen können, da ist Hessen weltweit sehr weit vorn, um nicht zu sagen, an vielen Stellen auf Platz 1 und Weltmarktführer, bzw. die Unternehmen in unserem Land. Und wenn man so etwas haben will, muss Politik auch verlässlich sein. Und ich will es jetzt doch noch einmal tun. Ich habe es mir eben noch einmal ausdrucken lassen. Herr Kollege Rock, sagen Sie doch einfach zu dieser gesamten politischen Frage immer wieder dazu, dass Sie noch vor wenigen Jahren die Welt völlig anders gesehen haben und eine völlig gegensätzliche Position vertreten haben, die Sie jetzt verlassen. Man könnte angesichts von Wahlauseinandersetzungen und Terminen vermuten, warum Sie das tun, weil zu nachhaltiger Politik und zu erfolgreicher Politik gehört immer wieder auch, dass man nicht 2011 im Bundestag und Bundesrat eine Energiewende beschließt. Bei anderer Gelegenheit können wir gerne noch einmal über all das, was davor passiert ist, reden und auch darüber reden, dass es Veränderungsprozesse auch in meiner Partei aufgrund von Fukushima gegeben hat. Das will ich gleich vorwegnehmen, weil sonst gleich der Zwischenruf kommt. Aber dann sollten und müssen Sie doch einmal sagen, was denn seit 2011 sich verändert hat mit Blick auf die ursprüngliche Motivation, 2011 diese Entscheidung zu fassen, nämlich aus der Kernenergie auszuscheiden bis 2022 und sukzessive auch aus fossilen Brennstoffen. Aus meiner Sicht hat sich an der klimatischen Situation und an der Situation in unserer Gesellschaft gar nichts geändert. Der Einzige, der sich 180 Grad Kehrtwende geändert hat, ist die FDP. Denn Herr Rock hat noch Herr Rock hat zu diesem Zeitpunkt einen Satz gesagt, den ich Ihnen nicht vorenthalten will.
Deutschland ist das einzige Industrieland der Welt, das die Energiewende ernsthaft und mit einem breiten Konsens der politischen Parteien betreibt. Aber ich glaube, es besteht ein Gesamtkonsens darüber, dass wir diesen Weg gehen. Darüber gibt es keinen Streit mehr. Von daher glaube ich auch, dass Deutschland eine ganz besondere Verantwortung hat. Auch das Land Hessen hat als Teil Deutschlands eine besondere Verantwortung in diesem Zusammenhang. Das ist die Rede von René Rock. Ich könnte Ihnen Dutzende andere auch noch nach dem Jahr 2011 vortragen, die deutlich macht, dass Sie eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht haben. Das ist Ihr gutes Recht. Sagen Sie bitte, Herr Kollege Hahn, warum Sie diese Kehrtwende gemacht haben. Sie führen immer die Kosten an. Auf jeden Fall werden Sie mir nicht ernsthaft sagen wollen, dass das heute noch Ihre Politik ist. Von der haben Sie sich verabschiedet. Ja, und es ist angesprochen worden, und dann kann ich Herrn Schäfer-Gümbel auch mit einbeziehen, wie sich dieses Land verändert hat. Ja, wir haben, ich gehe mal in den Bereich der Verkehrspolitik, durchaus eine Reihe von großen Aufgaben vor uns liegen. Und ich will es doch gar nicht auslassen, weil die Zwischenrufe kommen ja sonst sowieso. Ich gehöre mit zu denen, die seinerzeit gesagt haben, ja, wir müssen, was den Verkehrsfluss und die Mobilität in unserem Land anbelangt, an verschiedenen Stellen deutlich besser werden. Das hatte die Überschrift Staufreies Hessen 2015. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, dass man natürlich über diesen Begriff streiten kann. Wir hatten heute noch eine freundliche Unterredung im Fraktionsvorstand der CDU. So viel interner darf ich verraten, weil Holger Bellino sagt, ich glaube, man muss, zu Recht sagt er das, mit solchen Überschriften vorsichtig sein. Aber eine Intention dahinter war natürlich auch klar. Und am Ende sage ich, natürlich wollen und müssen wir dahin kommen, dass wir möglichst wenig solcher Situationen haben, dass Autofahrerinnen und Autofahrer im Stau stehen, weil beispielsweise technische Implikation dahinter fehlt. Und die Idee, die wir damals gehabt haben, war, die Verkehrssteuerung deutlich zu verbessern. Und wir hatten und wir haben auch bis heute übrigens Erfolge, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Denn Frau Faeser, Sie fahren ja auch Auto, vermute ich mal. Sie fahren ja auch Auto. Ich will Ihnen nur einmal die Zahlen nennen, was die Staustunden anbelangt. Es ist ein bisschen langweilig, sich hier die Zahlen um die Ohren zu hauen. Aber ich will nur sagen, dass wir eine sehr positive Entwicklung hatten, indem wir 2001, 2003, also vor gut 13, 14 Jahren, danach haben wir dann mit diesen Projekten begonnen oder zu diesem Zeitraum 85.000 Staustunden in diesem Land hatten, 85.000 Staustunden auf den Bundesstraßen und 2011 bei 15.000 waren. Seit 2011 haben wir einen Anstieg, der erklärbar ist. Und auch darüber werden wir natürlich in diesem Land reden. Denn anders, Frau Faeser, als im Land Nordrhein-Westfalen, wo die Menschen im Stau gestanden haben, weil die Brücke marode war, aber auch keiner die Brücke repariert hat, wird es in Hessen so sein, dass die Menschen phasenweise jetzt aktuell mal im Stau stehen, weil wir Baustellen ohne Ende haben, damit der Verkehrsfluss wieder so wird, wie wir ihn vorher hatten, bzw. besser wird. Und darüber werden wir reden, und da haben wir auch Selbstbewusstsein genug, darüber zu reden, dass in dieser Landesregierung so viel Geld in den Straßenbau und auch in die Planung investiert wird. Das ist eine Verdreifachung der Planungsmittel in wenigen Jahren, dass wir uns nicht verstecken müssen. Gleichwohl werden wir auch in dem Jahr 2018, die Legislaturperiode Ende 2019, alles daran setzen, dass Baustellenmanagement weiter verbessert wird und alles daran setzen, dass wir Baustellen auch möglichst schnell beenden, so schnell jedenfalls, wie das jeweils möglich ist. Aber wir werden den Menschen auch sagen, dass wir Straßen von Wiesbadener Kreuz über Offenbacher Kreuz und andere Verkehrswege mehr deutlich ertüchtigen werden, damit wir eine bessere Situation in Zukunft haben. Dass das alles immer zu lange dauert, müssen wir doch nicht darüber reden. Und dass Herr Rock eben hier 17 verschiedene Bundesstraßenprojekte vorträgt, bei denen er sagt, da wird gar nichts gemacht. Ja, Herr Rock, haben Sie schon einmal etwas von Prioritätensetzung gehört? Haben Sie schon einmal etwas vom Bundesverkehrswegeplan, von vordringlichem Bedarf gehört? Sie haben hier ein Märchen erzählt, das ein abstraktes Problem beschreibt, ein konkretes Problem beschreibt. Aber bei der Lösung sind Sie sehr abstrakt geblieben. Ich sage Ihnen einmal Folgendes. Selbst Herr Schäfer-Gümbel kommt ja mittlerweile hin und wieder zu der Bemerkung, Stichwort Investitionsquote,
dass wir bei den Baustellen mittlerweile eher das Problem haben, dass uns die Preise weglaufen, weil so viel Nachfrage nach Bauunternehmungen und Bauunternehmen im Tiefbau eben dazu führen, dass es langsam aber sicher Engpässe gibt. Und ich glaube, auch das kann man jedenfalls Menschen, die zuhören wollen, erklären. Und insofern stellen wir uns gerne dieser Verkehrsdebatte. Und ich will noch ein weiteres Verkehrsprojekt nennen. Das wird Sie nicht wundern. Das ist der Frankfurter Flughafen. Das ist der Frankfurter Flughafen und ich stelle, und wir werden uns auch dieser Diskussion sehr, sehr gerne stellen. Herr Schäfer-Gümbel hat heute Morgen noch einmal das Thema der Arbeitskräfte und der Arbeitsplatzsituation dort angesprochen. Darüber haben wir hier ausführlich diskutiert. Der Verkehrsminister des Landes Hessen ist natürlich derjenige, der darauf achten muss, dass die Regeln eingehalten werden. Die Regeln werden eingehalten, und ob uns Ryanair nun passt oder nicht. Ich bin übrigens einmal mit denen geflogen. Ich finde, der Kunde muss am Ende entscheiden, ob er das gut oder toll oder weniger gut findet. Aber das ist ein anderes Thema. Was mich nur immer wundert, ist, dass die SPD und Thorsten Schäfer-Gümbel auf dieses Thema nur im Zusammenhang mit dem Frankfurter Flughafen kommen und völlig vergessen, dass Ryanair aufgewachsen ist in Rheinland-Pfalz unter einer immer SPD oder viele Jahre SPD-regierten Landesregierung und einem SPD-Verkehrsminister. Was Herr Schäfer-Gümbel immer vergisst zu sagen, ist, dass er bis jetzt jedenfalls offensichtlich der Meinung ist, dass nur Ryanair problematische Arbeitsverhältnisse hat, aber alle anderen Airlines, die am Frankfurter Flughafen ein- und ausgehen, solche Probleme nicht haben. Man könnte auf Aeroflot kommen, man könnte auf einige arabische Fluglinien kommen. Ich höre dauernd und lese dauernd in Zeitungen, dass das Unternehmen sind, die die Mitarbeiter geradezu mit sozialen Geschenken übertüchtigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren von den LINKEN, diese Debatte ist einfach schräg, schon alleine deswegen, weil sie Herrn Schäfer-Gümbel gerade einmal einfällt, weil es ihm gerade zu Pass kommt und vorher kein einziges Mal ein Thema war. So, und wir werden ja die Einzelpläne diskutieren. Deswegen, ich gucke so ein bisschen auch in die Reihen meiner Fraktion. Die haben die Uhr im Blick. Wir werden morgen Gelegenheiten haben, über die innere Sicherheit, über die Bildungspolitik und über all das reden. Aber einmal will ich Herrn Schäfer-Gümbel denn schon noch einmal auch an einer Stelle sehr konkret ansprechen. Ich gehe ja davon aus, da er jetzt nicht da ist, er ist selbstverständlich entschuldigt, dass er die Protokolle dann lesen wird oder Herr Rudolph ihm eins zu eins berichten wird. Herr Rudolph, Herr Schäfer-Gümbel hat heute in seiner Rede von der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung gesprochen. Das ist schon ein bisschen ein Treppenwitz der Geschichte. Oder haben Sie Frau Ypsilanti mittlerweile aus Ihrer Landtagsfraktion verbannt? Oder haben Sie sich von den Sätzen von Frau Ypsilanti distanziert, die ich von ihr zitieren könnte? Ich glaube, den habe ich ungefähr 100 Mal zitiert. Ich mache es jetzt noch einmal, und ich werde es vielleicht auch noch ein paar Mal machen, es sei denn, dass Sie sagen, das stimmt und gilt nicht mehr für die SPD. Der Satz von Frau Ypsilanti im Hessischen Landtag lautete, geht der Weg nicht zum Abitur, geht der Weg nur noch nach unten. Andrea Ypsilanti, Landtagsfraktion der Hessischen SPD. Ist das Ihre Meinung? Ist das eine Einzelmeinung? Oder distanzieren Sie sich von dieser Meinung? Ich habe eine solche Meinung auch noch nicht einmal eine Sekunde reflektiert, weil das natürlich blanker Unsinn ist und eine Verhöhnung von Kindern und Eltern auf anderen Schulformen als auf dem Gymnasium bedeutet. Und da kommt Herr Schäfer-Gümbel und redet von Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung. Ich sage immer etwas zur Gleichwertigkeit. Ja. Das war schon vor der Koalition mit den GRÜNEN, muss ich dazu sagen, bevor die FDP gleich schimpft. Ich glaube, es war die absolute Mehrheitszeit der CDU im Hessischen Landtag. Wir waren das erste Land, wenn ich richtig informiert bin, das erste Land, das einen beruflichen Bildungsabschluss wie die Meisterprüfung als grundsätzliche Voraussetzung zum Besuch aller möglichen Hochschulen und Universitäten dieses Landes gemacht hat, § 54 Hessisches Hochschulgesetz. Danach kamen alle anderen auch. Das ist toll. Aber ich freue mich darüber, dass wir hier einen Impuls setzen konnten. Und übrigens, die Idee war nicht, dass die dann alle studieren sollen. Also, wir brauchen ja auch noch ein paar, die die Arbeit schaffen, könnte ich jetzt salopp sagen. Ich will niemandem zu nahe treten, aber Sie wissen, was ich damit sagen will. Ja, ich kenne so ein bisschen beide Welten. Herr Merz, falls ich Sie jetzt getroffen habe, bitte ich um Entschuldigung. Aber ich wollte damit sagen, es müssten ja auch noch ein paar eine Meisterprüfung dazu nutzen, um nicht zur Hochschule zu gehen, danach ins Lehramt zu gehen oder in die Lebensmittelüberwachung, um in meinen Berufsbildern zu bleiben.
sondern wir bräuchten auch noch einen Meister, der sich selbstständig macht und Führungsverantwortung in der Wirtschaft übernimmt. Die LINKEN müssen da nicht zwischenrufen. Sie haben, glaube ich, mit dem Teil der Gesellschaft nichts zu tun. Also, Sie können dauernd dazwischenrufen. Im Gegenteil, Herr Kollege Wilken, Sie motivieren mich ja geradezu. Rufen Sie weiter dazwischen. Es ist wirklich kein Problem für mich. Im Gegenteil. Also, mit dem Teil haben die LINKEN ja nichts zu tun in unserer Gesellschaft. So, aber zurück zum Ursprung. Mit dieser Meisterprüfung kann man heute studieren. Und ich kann heute den Absolventinnen und Absolventen unserer Schule sagen, mit der Meisterprüfung habt ihr kein Abitur. Aber ihr seid auf Augenhöhe mit dem Abiturienten. Und es ist ein tolles Gefühl für diese jungen Menschen, die früher noch ständig den Satz im Ohr hatten, geht der Weg nicht zum Abitur, führt der Weg nur noch nach unten. Also, um mal deutlich zu sagen, wenn jemand für die Gleichwertigkeit der beruflichen und der akademischen Bildung zuständig und verantwortlich ist, dann nehme ich dafür die Christdemokraten in Hessen im Hessischen Landtag durchaus das in Anspruch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, und wir reden auch. Ich will zum Schluss kommen. Ich habe hier noch viel Papier, aber ich will mich auf zwei Punkte noch kurz konzentrieren. Es ist schon angesprochen worden, die Ausgabenfreudigkeit der SPD. Ich will es auch einmal freundlich formulieren. Und Sie ärgern sich immer einen Loch im Bauch. Das war eben zu beobachten, als Kollege Schäfer-Gümbel noch da war und Nancy Faeser. Aber vielleicht auch jetzt, wenn ich das wiederhole, weil es ja stimmt. Wir summieren das, was Sie so in den letzten 1,5 Jahren versprochen haben, auf über 3 Milliarden € pro Jahr. Da schreien Sie jetzt immer, stimmt doch nicht, wir sollen das belegen. Es hat Matthias Wagner eine vollständige Auflistung. Übrigens, Sie werden lachen. Wir haben eine ziemlich identische Auflistung. Also, ich unterstelle einmal, dass die Zahlen stimmen, weil ich sie selbst auch ermittelt habe. Und vielleicht haben sich sogar Kollegen abgesprochen, um die gleichen Zahlen zu haben, damit wir nicht alles zweimal arbeiten müssen. Aber das ist jetzt einmal egal. Über 3 Milliarden € pro Jahr. Ja, und jetzt sagen Sie, haben aber gar keine Haushaltsanträge. Also zur Entschuldigung, sagen Sie, wir haben doch gar keine Anträge in der Größenordnung gestellt. Dann sage ich Ihnen aber, dann gehen Sie bitte nach dieser Haushaltssitzungswoche her und sagen Sie der Öffentlichkeit mit Presseerklärungen, mit Pressemitteilungen, mit Pressekonferenzen, wo auch immer Sie Gelegenheit haben. Übrigens, das haben wir mal gewollt, aber das wollen wir jetzt nicht mehr. Wir haben auch keinen Antrag im Landtag dazu eingebracht. Dann gehen Sie zu den Kommunen und sagen Sie ihnen übrigens, das mit der 1 Milliarde mehr für euch, das war mal gerade passend in der Talkrunde. Ich glaube, es war der Kollege Rudolph, der es gesagt hat. Wir haben es alles aufgeschrieben mit Datum und so weiter. Also, Sie können das dann bestreiten, aber wir könnten es auch belegen zur Not. Dann erwarte ich, Herr Rudolph, dass Sie beim nächsten Mal sagen, übrigens, wir haben uns da ein bisschen vertan. Also, wir waren doch zu ausgabefreudig, weil finanzieren kann das kein Mensch, was wir da alles wollen. Und das gilt dann für alle die Punkte. Matthias Wagner hat es angesprochen. Also, wenn Sie ernst genommen werden wollen, dann können Sie das ja machen mit den Kitas. Aber dann müssen Sie alles andere streichen und dann müssen Sie das auch mal öffentlich sagen, dass Sie das gestrichen haben. So. Und wir werden morgen ja über Kitas reden. Ich habe es schon erwähnt. Wir werden ja morgen über die Kitas reden. Jetzt kommen Sie auch noch dazu. Also, wie Sie auf 720 Millionen kommen, das müssen Sie wirklich mal vorrechnen. Ich gehe mal davon aus, unsere Sozialpolitiker und der Sozialminister werden in der Lage sein, das auch einmal nachzuvollziehen oder wenigstens zu versuchen, es nachzuvollziehen. Wenn Sie sagen, dass Sie 2/3 der Betriebskosten der kommunalen Seite noch übernehmen wollen, bei einem Betrag von 2,1 Milliarden €, der das heute im Gesamtvolumen hat, Herr Merz, dann sind Sie bei 2/3 ungefähr bei 1,4 Milliarden €. Wenn Sie sehen, dass wir jetzt bei 450 Millionen oder so sind im Bereich von Kiefeld und so weiter, dann reden Sie darüber, dass Sie 1 Milliarde, also 1,4 minus der 400, die wir schon im Haushalt haben, sind 1 Milliarde dort offensichtlich mehr investieren wollen. Und da ist noch gar nicht mit drin, wenn ich das richtig sehe, was Sie sonst noch so alles versprechen von rund um die Uhr 24 Stunden Betreuung, alles kostenlos. Also, wir werden und müssen morgen darüber mal ein ernstes Wort verlieren, damit endlich mal Butter bei die Fisch und Zahlen geliefert werden, die transparent und nachvollziehbar sind. Wir werden jedenfalls nicht zulassen, dass Sie einfach mal so daherkommen im Himmel des Mehrmarkt für Eltern, für Kinder und alle, die da irgendwo unsere freundlichen Ansagen suchen. Wir werden morgen über Zahlen reden und ich glaube, dazu kommen, dass Sie am Ende auch dort das ein oder andere werden zurücknehmen müssen. So, und jetzt komme ich als letzten Punkt. Jetzt komme ich als letzten Punkt, als vorletzten Punkt schon noch zu einem. Schade, dass Herr Schäfer-Gümbel nicht da ist, weil er sich über den Finanzminister aufgeregt hat, der sich jetzt
an die Spitze der Bewegung setzt, wenn es darum geht, mit steuerlichen Expertisen aus dem Finanzministerium manchen Dingen, die sich im grauen Bereich oder darüber hinaus bewegen, nachzugehen. Hohe Kompetenz, hohe Professionalität im hessischen Finanzministerium. Und da hat Herr Schäfer-Gümbel heute gesagt, wie kommt ausgerechnet dieser Herr Schäfer von der CDU da, sich dort an die Spitze der Bewegung zu stellen. Dann will ich nur einmal eins noch zur Historie der letzten 6, 7 Jahre sagen. Wir haben im Bundesrat darüber diskutiert, mehrfach, und zwar sehr heftig, und zwar nicht vor dem Hintergrund, dass Unionspolitiker damals mit dem Finanzminister Schäuble die Idee hatten, die irgendwie alle laufen zu lassen, sondern weil wir eine große Sorge und ein Rechtsproblem hatten, und das wissen Sie ganz genau. Wir hatten die Sorge, dass Beamte im Auftrag ihres Dienstherrn am Ende möglicherweise eine strafbare Handlung begehen. Und Sie wissen, falls Sie sich mit dem Thema etwas näher beschäftigt haben, dass das erst behoben worden ist im Jahr 2015 durch eine Änderung des Strafgesetzbuches, in dem ausdrücklich und explizit erwähnt wird, dass man eine CD kaufen kann, wenn man das im Bereich von steuerlichen Ermittlungen und so weiter tut. Das kann ich jetzt alles im Detail weglassen. Das heißt, wir haben erst seit 2015 die Gewähr dafür, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beamte der Länder, der Finanzbehörden der Länder nicht strafbar machen, als im Vergleich zu vorher, wo das ein hohes Risiko war. Wir wollten denen das nicht zumuten. Und jetzt haben wir, glaube ich, nicht nur eine gesunde gesetzliche Regelung, sondern ich bin froh, dass ausgerechnet dieser Finanzminister sich auch um dieses Thema kümmern wird. Und eine wirklich letzte Bemerkung. Da komme ich noch einmal auf die PFDP, weil die dauernd erklärt, wir schwimmen im Geld, Herr Kollege Hahn. Er hat untertrieben. Er hat von 5 Milliarden € gesprochen. Also, ich summiere auf unsere Einnahmeentwicklung von 2013 auf 2018 mit über 6 Milliarden € sogar. So, und da kann ich Ihnen mal kurz sagen, mit 5 Positionen, wo die zunächst einmal geblieben sind. Und die können Sie sich alle aufschreiben. Das ist nämlich der Aufwachs mal zerlegt in Aufwendungen, die damit einhergegangen sind. Wir haben in diesem Zeitraum Mehrausgaben für Personal von 1,5 Milliarden €. Mehrausgaben für Personal. Tarifsteigerung trotz einer Nullrunde, trotz 1% und all dem, was wir dort gemacht haben. Wir haben dort Mehrausgaben oder Mehraufwand, über den ich mich sehr freue, im kommunalen Finanzausgleich von 1,2 Milliarden €. Sie haben gesehen, wir überschreiten die 5 Milliarden € in 2019. Wir haben dort Länderfinanzausgleich zusätzlichen Aufwand von 1 Milliarde €. Und wir haben, auch das darf man ja vielleicht noch einmal erwähnen, Stichwort Flüchtlinge, Integration und alles das, was wir dort in den Aktionsplänen hatten. Das waren ja keine Eintagsfliegen, sondern Dinge, die auch längere Zeiten in den Haushalten oder im Haushalt zu finden sind, von Mehraufwand 1 Milliarde. So, und dann haben wir zeitgleich noch die ursprünglich geplante Netto-Neuverschuldung von 1,5 Milliarden € gesenkt. So, und dann ist dieser Betrag, Herr Kollege Hahn, zunächst einmal weg. Also geht es darum, dass wir innerhalb der verbleibenden Mittel um Prioritäten setzen. Und das machen wir, anders als Sozialdemokraten, mit Haushaltsanträgen, mit einem Haushaltsentwurf, über den man konkret streiten kann. Das machen wir, meine sehr geehrten Damen und Herren, weil auch wir sind Hessen und wir haben einen Plan. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit unterbreche ich die Haushaltsdebatte bis morgen früh 9 Uhr und 10 Minuten.